geht's, 3 Tage wach. Sparrow mit Mana-Bild. Bin mal gespannt. Beim letzten Mal, als ich diesen Bild ausprobiert habe, bei Sparrow hat der nicht so gut funktioniert. Bei Murdoch hat es besser geklappt. We will see, we will see. Es kann auch sein, dass Murdoch einfach mehr Base-Mana hat. Ich habe jetzt nicht geguckt. Ich bin Level 1 mit 320 Mana. Also falls einer im Chat ist, der gerade Murdoch spielt, schaut mal gerne, wie viel Mana Murdoch auf Level 1 hat. So, aber wir haben jetzt hier noch eine Sparrow gegen mich. Ach du Scheiße. Also ich bezahle 300 Euro, wenn mal schauen heute den Hook trifft. Aber ich glaube bisher noch nicht dran. Ach du Scheiße. Ja, getroffen. Das war schon der zweite. So. Boah, da war jetzt das hintere Minion low. Hätte ich außen rumgehen müssen. Sparrow ist wieder Full Life gleich. Hätte, glaube ich, einen Trank genommen, oder? Erwischt. Erwischt habe ich sie. Wie wäre es eigentlich mal mit einem Ward? Ach du Scheiße. Ah! Dreckige Sparrow will mich hier angreifen, einfach. Zack. Ah, schade. Jetzt geht's daneben. Alari kommt, unsichtbar, aber mit wenig Leben. Yes! Yes, yes! LOL! Gut, dass du sie den Kill secured hast. Die wollte nämlich rausblinken. Der Blink war schon durch quasi. Jo, Goldbuff machen. Aber lass erstmal hier in den Tower pushen. Na, scheiße. Komm, 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 komm. Den Shit. Da kommt sie. Okay, da kommt Kalari. Oh, 2 Kalaris im Jungle hier. Ich habe 1050 und da ist sie doch. Sparrow konnte halt jetzt schon was shoppen. Noch nicht. Und ich habe keinen Mana mehr und ich habe keine Tränke mehr. Also langsam müsste ich mal weg. Ist halt nur die Frage, in welcher Situation. Also solange ich auf der Lane bleiben kann, bleibe ich eigentlich immer gerne auf der Lane. Sehr schön. Schöner Hook. Oh. Ach, die Scheiße. Kommt ein Sparrow rechts durch, bin ich tot. Ah, schade. Ich habe noch so viel Schaden gemacht, wie ging. Und dann war aber Ende. Das hier kaufe, reicht nicht mehr dafür. Kaufe ich das da? Ist besser. Oh, ich muss mal das ausstellen, dass der Shop automatisch aufgeht. Das ist ein bisschen nervig. So. Oh, die machen wahrscheinlich Raptor. Leute, wir müssen gucken. Hier ist keiner auf der Lane.
Nee, die machen keinen Raptor. Okay. Dann ist gut. Die hat noch einen Blink. Okay. Die hatte einen Blink und ist trotzdem gestorben. Ich bin extra ein bisschen weiter nach vorne gelaufen. Oh. Ich weiß jetzt nicht, wo Kalari ist. Ich behalte mir mal den Wort. Ich stelle mir den Bild halt eigentlich ganz cool vor auf Sparrow. Weil wenn du halt Mana baust, hast du mehr Mana, um die ganze Zeit poken zu können. Oh, sehr schön. Shit. Alter, die hat so wenig Leben. Ich konnte nicht mehr rein. Ein Schuss mehr, ich wäre tot gewesen. Was ist ihr Plan? Der Goldbuff ist da. Shit. So, nehmen wir den Chalice mit. Mal schauen. Muss jetzt versuchen, die dran zu hindern, den Goldbuff zu machen. Alpa, was geht ab bei dir, Westside? Was soll ich? Oh, 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 und da ist er wieder tot. Da ist er wieder tot. Ich habe leider noch keine Ult. Ja, dann kannst du auch mal weggehen. So. Jetzt mache ich nämlich den Goldbuff. Ah, der macht Fangtooth alleine. Scheiße, jetzt bin ich gerade hier im Goldbuff dran. Und meine Minions. Ein Turm wird hier gemacht von den Minions, meine ich. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ah, sehr gut. Der macht ja schon Schaden, also der Pfeilregen. Ach du Scheiße. Okay, Sparrow macht mich. Der hat doch gerade jeden Schuss getroffen. Sehr geil von ihr. War sehr geil von ihr. Go, 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 go. Ja, sie ist tot. Okay, ich warte kurz noch die 10 Dollars ab. Damit ich mir das Teil kaufen kann für die Stacks. Kriege ich jetzt schon Stacks? Ich habe jetzt 40 Stacks. Kaufe mir das und habe trotzdem 40 Stacks. Okay. Also wäre es am besten, ich rushe eigentlich für das Chalice-Item. Das ist, dann habe ich es eben falsch gemacht, weil ich mir erst die 30 DPS gekauft habe. Und das war eigentlich dumm. Also ich hätte erst das Item rushen müssen. Schade. Der nächste klappt bestimmt. Keine Minions da, kein. Ach du Scheiße. Jo, mach die Schaden, ey. Was ist denn mit dir? Stell mal hier ein Wort. Da haben wir es eigentlich safe spielen. Also, wir haben hier einen Riktor. Ach du Scheiße. Da kommt der Stun. Ah, ich bin sowas von tot. Er ist halt auch keine Level 6, denn mal schauen. Er ist halt noch keine Level 6. Ah, die sind schon Level 7. Okay, nächstes Item. Ich kann gerade nichts kaufen. Oh, nicht, dass mein Turm jetzt fällt. Ah, der fällt. Scheiße. Yo. Damit ist unser Turm weg. Habt ihr noch Platz für einen mehr nächste? Ja, sicher. Wir haben noch drei Plätze frei.
Machen die den Goldkopf? Ja, scheiße. Jetzt muss ein Hook sitzen. Schade. Sehr gut. Die habe ich. Yes. Sehr nice gespielt, mal schauen. Sehr nice gespielt. Aber ich habe auch gerade jeden Schuss getroffen. Na gut, du kannst auch hier mit draufschlagen. Aber egal. Yo, jetzt Druck auf den Tower. So. Druck auf den Tower, Druck auf den Tower. Komm, dann kriegen wir 9 Minions, kriegt die niemals weg. So schnell. Ich will den Tower mitnehmen. Nein, Digga, ein Schuss! Das war nur noch ein Schuss. Oh, wie ärgerlich. Sehr gut. Kalari, go, go, go. Geil, holt den Double Kill. So, und jetzt holt er noch den Tower und danach gehen wir auf den Raptor. Ah, Mitte, warte mal. Ja, die Scheiße ist Mitte, wird gerade gepusht. Okay, sehr gut. Wir haben den Tower. Ich habe hier Attack Speed. Ich warde jetzt hier die Nische. Falls da jetzt gleich jemand durchkommt, um zum Raptor zu kommen. Warde auch hier die Nische. Okay. Okay, bis gewardet ist, ist der Raptor weg. Kalari, sehr guter Move. War natürlich Fail von mir, dass der... Oh, in der Mitte geht was ab. War natürlich Fail von mir, dass ich da noch gestorben bin. Ich habe gedacht, komm, ich mache den einen Hit noch. Aber da habe ich mich einfach verschätzt. Ja, warum denn aufgeben, wie blöd. Wir haben 2 Raptors bekommen, schade. Wir können zur Right Lane gehen. Ich habe noch den River Buff momentan. Kalari ist dort. Jetzt muss der Hook sitzen. Nee, komm raus. Kalari war auch hier irgendwo. Jo. Alter. Das war krass. Oh, das war so ärgerlich. Egal, wir kriegen den linken T1 noch. Alter, das war so gut. Ihr Stun hat uns beide erwischt. Und dann hat Sparrow direkt die Ulti gezündet. Ich meine, die waren sowieso in Überzahl, aber... Das war richtig mies. Schauen wir mal jetzt. Die haben den Buff geholt, ne? Lol. Lol. Da steht einfach eine Sparrow hinter der Wand. Gehen.
Wenn wir hier angepusht. Ach du Scheiße, drei Leute. Okay, hab Ulti. Einen zum anderen. Sparrow pusht hinten wieder. Ich warte mal den Prime. Den hat bisher keiner gewardet. Und den Hauzer erwischen, wäre natürlich mega. Alter, mies. Sehr geil, Kalari. So, passt, dass man nicht durch die... Oh, Kalari. Sind auf uns gestellt gerade. Gibt's doch nicht, gibt's doch nicht. Jetzt bin ich halt hier auf der Midlane und alle. Aber links pushen die gerade. Also eigentlich will ich, dass sie. Der Hook. Yes! Alter, warum habe ich jetzt meine Ulti gemacht? Egal. Mach schnell die Minions weg. Komm, komm, komm. Wir kriegen vielleicht sogar den rechten Tower, weil Countess ist sehr gut am Pushen gerade. Jetzt tot. Ah, ne, da sind jetzt alle tot. Boah, Kalari haut rein. Komm, wir gehen raus. Komm, raus, 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 raus. LOL. Wir bräuchten ein Wort am... am Fangtooth. Ich meine, die sind ja noch mit Countess beschäftigt da oben. So, tank mal den Shit. Okay. Sie waren mit Countess beschäftigt. Oh, der kann das nicht länger tanken. Oh, jetzt kommen die beiden. Ja. Ich bin tot. Oh, Mann. Mach zu wenig Schaden, ey. Wo ist denn das? Hier. Pacifier. Dann gehen wir als nächstes auf den... Lass mich schauen, was wir bauen. Mindraiser nehmen wir. Den Mindraiser. Moin, Cordon, was geht ab? Jetzt haben die einen Mid-Tower bekommen. Ja, wir sind noch ein paar T2 vorne. Was baut denn Kalari? Auch Mindraiser und Painweaver, okay. Ich glaube, ich gehe rechts steffen. Und die zwei. Da habe ich nämlich gerade den Grux oder wen gesehen. Sehr gut. Kalari carried uns. 10-2. Ne, das ist Kalari. Ja, wer weiß, wo, in welche Richtung sie jetzt gegangen ist. Ja, sieht doch ganz gut aus. Jetzt noch den Goldbuff holen. Oi. Da haben wir noch eine saftige Wave, aber danach ist ein bisschen... Danach sieht es ein bisschen dünner aus.
kann ich noch schnell machen. Ey! Bin den Leute einfach weg. Und die Gegner Kalari ist ein bisschen wack. Ah ne, zweimal ist sie erst gestorben. Aber ist halt nicht so krass wie unsere Kalari. 10-2 ist schon geil. Das ist schon sehr, sehr geil. Was machen wir mit dem Howitzer da? Stellen wir hier ein Ward. Okay. Das war nicht nur fast daneben. Drei Leute bei denen im Tower. Wenn du wirklich einen rausgehuckt bekommst, ehrenhaft, wenn nicht. Ich habe kein Ward mehr für Kalari. Aber unsere Kalari pusht rechts. Das heißt, wir machen hier weiter Druck. Noch haben wir alle Leben. Oh, ich werde den Block von allen. Ich nehme erstmal Damage. So, da ist Rux. LOL! Oh, hab einen Triple Kill geholt. Erstmal schön den Triple Kill. Oh, wir sind alle tot. Shit! Oh, shit! Shit, 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 shit. Jetzt pushen die wahrscheinlich links den Tower und mit Tower. Kann sein, dass wir jetzt 2 T2 verlieren. Also links der auf jeden Fall, den werden die Minions alleine machen. Okay, es wäre wieder eine gespawnt hier. Können wir da auch zu. Boah, Howitzer ist so mies. So ein guter Held. Ja, okay. Countess holt sich den Farm links. Ich glaube, ich hole mir den Red Buff und gehe dann straight zum Fangtooth. Aber wahrscheinlich will Kalari auch den Red Buff haben. Eine Sekunde. Ja, die hat. Ja, egal. Ich würde sagen, der hat halt jetzt ihren Smite benutzt, um. Ha. Ein Mann, kein Ward. Aua, aua. Ich push mal hier schnell an. Oh, mein Team braucht Hilfe. Ich komm. Ah, das wird zu lösen sein. Sehr gut. Wir machen den hier schnell, dann kann nichts passieren. Den haben wir dann auf der Uhr. Mein Team ist gerade hart am Rasieren. Ach, scheiße, der Grux. Oh, Kalari, lauf. Ach du Scheiße. Nein, ich habe falsche Taste gedrückt. Mal komm, Kalari. Jawoll. Kalari staubt alle Kills ab. Das ist so geil. Mal schauen, pusht. Acht, sieben. Der große Prime ist gespawnt. Also eigentlich geil, dass wir jetzt den dritten Raptor haben. Wie viel hat denn deren Sparrows? 6, 8. Sparrow und Bellica sehen sich sehr ähnlich hier in dem Spiel. Also was die Icons angeht. Machen. Weiß nicht, warum der hier rumsteht, ohne dass ihn jemand farmt. So, ich gehe rechts steffen. Und die fighten jetzt da wieder ohne Carry, aber einer muss rechts steffen.
Vielleicht, also, vielleicht habe ich genug Zeit. An enemy inhibitor is under siege. Schade. Ich einfach nur das Siege-Minion hier wegmache. So, die laufen jetzt für uns. Die wollen Prime machen. Ich wäre auch für Prime. Rechts ist gepusht, Mitte ist gepusht. Ist alles gepusht. Wir können ihn... Und einer von denen ist tot. Riverbuffs kommen. Na, let's fetz. Au, 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 au. Egal. Schade, dass Kalari nicht mitgekommen ist. Crunch Punch. Ha! Hallo! Ach du Scheiße. LOL, das war Countess. Okay, lass pushen. Lass pushen, lass pushen. Rechts pusht Kalari gegen uns. Ich meine, wir haben da noch einen T2. So ist nicht. So. Immer die E anmachen, um schneller zu ballern. Also Sparrow, ich habe mit Sparrow wirklich sehr wenig Attack Speed. Also der Build gefällt mir auf Sparrow gar nicht. Muss ich ehrlicherweise sagen. Der gefällt mir auf Murdoch, aber auf Sparrow, da fehlt mir der Attack Speed. Ja, wir können hier nichts machen. Lass uns die anderen Lanes pushen. Lass einen Raubzug durch den Jungle machen und dann die Lanes pushen. So, wenn wir deren Jungle Minions schon mal haben, ist ja auch ein kleiner Farmvorteil. Wird es sich das Game entscheiden, aber wenn man das jedes Mal macht, dann ist es schon eine richtig gute Sache. So, Leute, ich bin auf dem Weg. Wir können den Inne polen und danach können wir den... Wir haben wieder Minions. Pause. Da muss ich draußen bleiben. Also nochmal zwei Hits machen. Ach du Scheiße. Gleich kommen die Minions wieder. Dann kann man wieder nochmal zwei Hits machen. Guck, ich habe ihn ein bisschen rausgedrängt, ein bisschen Schaden gemacht. Yes. Der Grux. Sparrow hat ihre Ulti an. Ich spare meine Ulti noch. So, jetzt gehen wir einfach rüber zu Kalari. Genau, weil die müssen jetzt steppen. Wir zergen die einfach um. So, ab zu Kalari rüber. Da ist der Grux verteidigt. Ah, hat aber nicht geschafft. Das war's. Das war's. Nee, komm, lass raus. Lass zum Raptor gehen. Blue-Buff da? Nein. The enemy core is under attack. Also, die können eigentlich nichts mehr machen. Es sei denn, die nieten uns jetzt alle um am Raptor. Aber wir haben jetzt nochmal den Raptor bekommen. Goldbuff ist nicht da.
Wie schnell die Minions hier machen. Oh, da muss man immer so außen rumlatschen. So, einmal weggehen. Da kaufen wir das Item. Und danach den Imperator, würde ich sagen. So, danach gehen wir hier drauf. So. Also vier Raptors, die haben kein Init mehr und die haben nur einen T2 bisher geholt. Aber von den Kills ist gleich. Aber das finde ich halt das Geile bei Pratt. Es kommt halt nicht auf die Kills drauf an. Es kommt halt einfach nicht auf die Kills drauf an und deswegen macht mir das auch so viel Spaß. Gehen wir drüben noch den Goldbuff holen und dann schließe ich mich dem Crunch an. Gott sei Dank, Mann, gibt's den Crunch, Mann. So. Okay. Ihr seht, warte. Ach, krass. Okay, das war's. Ihr seht, guck mal jetzt auf meinen Ellenbogen. Auf Sparrows rechten Ellenbogen. Lol, Kalari, Alter. Seht ihr, wie er rot leuchtet? Jetzt macht mein nächster Basic Attack, macht jetzt extra Damage. Da sind alle tot. Kalari hat rasiert. Schaut euch den Bild an. Scheint ein guter Bild zu sein. Ja. I will die! Okay, I won't die. Gut. Oh, ja, 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 ja. Ganz geil. Muss ich mir mal abspeichern, oder? Den Bild hier von Kalari. So. Und die Frage, wo ich es hinkopiere. Ich mach mal Discord an.